Das kann natürlich auch sein. Wir haben ja gerade erst angefangen. Mhm. Ich glaube um 10 oder so fangen wir an oder um 8 oder so. Ja. Ja, schauen wir mal. Beobachten. Eieieiei. Oh, ich freue mich gleich schon aufs Essen. Da habe ich ja jetzt schon gleich Lust drauf. Was gibt's denn? Lecker Wraps? Ja, es gibt selbstgemachte Wraps. Ich werde die Wraps erstmal an sich den Teig schon mal selber machen. Dann werde ich den mit den wunderbaren Salatherzen füllen. Gleichzeitig die Hähnchenbrust in Teriyaki-Soße einlegen. Mhm. Das Ganze einen asiatischen Touch bekommt. Dann werde ich das damit füllen. Dann werde ich das Ganze auch noch mit Krautsalat toppen. Und eine Gurken-Joghurt-Soße dazu zubereiten. Und noch ein bisschen rote Paprika mit reinmachen, damit das alles schön frisch und knackig ist. Juhu. Genauso wie du. Haha. Deswegen packe ich mich nachts immer in Frischhaltefolie ein. Ja, natürlich. So, Bildung. Oh, Technikniveau. Wo bist du geblieben? Ja, lass mal so, dann kriegst du nachher den Erfolg mit der Kernschmelze. Den habe ich nicht. Ich wollte jetzt nicht hier nach einem halben Jahr in meine Region kommen und alles verstrahlen. Bildung, was haben wir denn hier für eine Schule überhaupt? Haben wir so eine? Wir haben ja hier nur... Die Uni müsste das ja eigentlich packen, ne? Wir haben hier überall ein Bildungsproblem. Hm. Naja, beobachten wir mal das Ganze. Wie sieht's denn hier aus? Sicher, keine Strahlung. Was ist da? Denn? Wer weiß, vielleicht muss ich das auch irgendwie regulieren oder so. Ja, oder es muss sich erstmal wieder aktualisieren nach so einem Update. Ja, das weiß kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Verkehr sieht besser aus, ne? Ja. Kommt gut was rein gerade wieder. Ich glaube, die Rush Hour fängt aber auch jetzt erst wieder an. Ja. Ich hatte heute übrigens sehr Glück, als ich in die Stadt gefahren bin. Ja? Ja. Da stand nämlich wieder das Auto, wo die automatische Blitzanlage drin ist. Ach, das war heute früh bei mir auch. Und dann habe ich mich erst erschrocken und habe dann auf mein Tacho geguckt und habe aber gesehen, dass ich ganz brav 50 gefahren bin. Sehr gut. Aber ganz genau, mit dem Zeiger genau auf 50. Braves Kind ich. Was passiert denn, wenn ich diese Straße downgrade? Warum hast du die denn da jetzt so zweigeteilt? Weil dann können die gleichzeitig links und geradeaus fahren oder rechts abbiegen. Weißt du? Ah. Dann stoppen die hier vorne nicht, sondern fahren durch. Ich hoffe, dass ich dann hier noch schneller den Verkehr durchbringen kann. Kennst du? Machst du, ne? Hast du das verstanden, was ich jetzt gesagt habe? Ja, ich hab das verstanden. Dann können die geradeaus und müssen nicht mehr warten. Dann hast du da drauf, dass sie jetzt. Aber sonst ist das hier immer wie so ein Stoppschild. Dann stoppen die hier und dann fahren sie erst. Und jetzt, zack, durch. Ja. Hast du fein gemacht, Hasi. Ja, natürlich habe ich das fein gemacht. Was hast du denn erwartet? Ja, ist ja gut. So. Kriegst gleich noch einen Keks, wenn wir fertig sind mit dem Aufnehmen. Kein Butterkeks. Ich meine, hier bei so einer 170.000 Einwohnerstadt dauert das schon mal ein bisschen mit dem Müll, ne? Aber wir haben die Hälfte hiervon schon mal geschafft. Siehste. So, jetzt mal hier im Turbo-Modus gucken, wie sich's hier durchfluppt. Das sieht man ja gar nicht so schnell, ist das hier. Siehst du? Die kommen gut durch. Ja, ist doch in Ordnung. Ist halt auch und große es Stadt, staut sich also auch nicht mehr bis hierhin, ne? Ja, das war das Wichtige. Ich sag ja, also diese Brücken und dafür so. Dafür sind jetzt hier so ein paar mehr hinten, aber... Ja, aber das ist Rush Hour. Das ist völlig normal, weil... Ja. Das ist auch in einer normalen Stadt. Leider hier ein paar Nullen, die umdrehen, aber... Was willst du machen? Das hat aber nicht so viel. Aber das Gute ist auch, dass die dann hier hinten jetzt leicht an links rumfahren. Siehst du hier? Die stellen sie dann gar nicht mehr groß an. Jetzt gleich verstopft es aber. Aber jetzt geht's weiter. Meine Güte. Verkehr läuft. Ja. Hier ein bisschen gucken. Keine Strahlung. Keines? Nee. Bildung. Oh. Naja, ich bin noch nicht da so. Bin nicht so happy darüber, ne? Was willst du machen? Technik. Low-Tech ist das schon eher. Das wird wieder, das wird. Dazu muss ich das erstmal abschalten. Wo
Oh ja, die gehen auch. Aua, aua. Noch irgendwas kaputt. Da. Was hast du denn immer noch? Dein Müll und so, das ist da immer noch. Ja, das haben sie irgendwie nicht alles geschafft, ne? Nee, irgendwie so gar nicht. Also, ob die irgendwo im Verkehr gestanden haben oder was? Ah, nee. Du hast zwar alle Müllwagen, aber nicht alle. Aber du versorgst noch andere Städte damit. Habe ich die denn auch alle aktiviert? Ja, habe ich. Dann standen die vielleicht irgendwie im Stau oder so, ne? Ja, guck mal, du hast Abdeckung. Ja, da hinten. Du schickst welche weg. Da fahren welche rüber. Dann werde ich doch mal hier nur zwei noch rüber schicken, ne? Ja. Sonst habe ich nirgendwo welche rüber geschickt, nur in die eine Stadt. Oh. Wieder ein Großbauprojekt gebaut. Wahnsinn. Das wurde vorhin noch nicht angezeigt. Das hat sich jetzt gerade aktualisiert im Hintergrund. Ja. Haben wir denn in der Stadt zwei Großbauprojekte, die man machen kann? Nee. Weil du ja an dem einen, weil du an der Uni das Raumfahrtzentrum. Ja, ich wollte das wahrscheinlich mal haben. Und dann hat oder das. Du hast zwei, guck doch mal eben. Nein, es gibt nur das Flughafen-Großbauprojekt, mehr gibt's nicht. Alles klar. Ja, ist so. Hast du wieder sinnlos Geld ausgegeben? Siehst ja, du? So vor einem halben Jahr, da ist doch schon längst Gras über die Sache gewachsen. Ja. So viel Gras kann man gar nicht rauchen, wie man machen müsste, um das zu vergessen. Pfui. Ja. Was hast du denn? Was guckst du mich hier so bedürftig an? Ich hab durstbedürftig. Du bist durstbedürftig, aber das, was da steht, das magst du nicht. Das ist ja das Problem. Das ist Cranberry-Saft. Ich kann dir leider gerade nicht helfen. Du musst auch immer diesen Cranberry-Saft kaufen. Der ist so ekelig. Ja, ich mag den auch nicht, aber der hilft wenigstens. Wogegen? Wird's dann besser? Ja, dann wird's besser. Das tröstet mich. Ich erzähle dir da jetzt keine medizinischen Einzelheiten zu, ne? Nein. Aber du kannst das Bärchen ja mal fragen, ob er dir vielleicht ein Glas Milch bringt oder so. Das macht er nicht. Ich wollte es gerade sagen, die Chancen sind sehr gering, aber... Möglich ist heutzutage alles. Naja, nicht unbedingt, wenn er so liegen bleibt, wie er da jetzt liegt. Schon ungefähr voll. Ja, noch 9000. Oh, ja. Und dann werden wir das hier mal kriegen, ne? Belohnung 10.000, dafür den ganzen Ärger. Ja, warte mal. Du musst da aber noch eine Unterhaltungselektronikabteilung hinzufügen zur Elektronikzentrale. Und auf die Stufe einer Elektronik und Code. Du musst da noch was erfüllen. Also, Handels habe ich, Elektroabteilung habe ich und ich soll jetzt hier noch eine Unterhaltungselektronik. Aber nicht da. Was für eine. Fügen Sie zur Elektronikzentrale. Sowas habe ich ja noch gar nicht, ne? Wo sind die da? Elektronikzentrale habe ich. Die habe ich doch schon gesehen. Ist hier. Und da brauche ich eine Unterhaltungselektronikabteilung. Und damit die sich updatet, muss ich 1,5 Millionen verdienen. Und das ist die Summe. Das heißt, wenn ich 1,5 Millionen am Tag verkauft habe, dann kann ich hier die Unterhaltungselektronikabteilung mir holen. Mhm. Aha. Das heißt, wenn ich hier das freigeschaltet habe, dann habe ich da oben schon meinen Haken drin und dann kann ich mir die andere Abteilung holen. Ich wollte gucken jetzt. Weltmarktpreis 68.142. Sehr schön. So, dann rechnen wir nochmal. 68.000 mal 30. Das sind. Jedenfalls nicht 1,5 Millionen. Das sind 680.000 nur, ne? Das reicht noch nicht, ne? Oh. Aber ich kann auch hier kein Lager dran sitzen. Ja, gut, ich habe ja da oben noch ein kleines Lager, aber. Da passen auch nur 8.000 rein, dann haben wir 38 mal 68. Grubel. Naja. Nach Mittagsschlaf kann ich immer nicht rechnen. Das
funktioniert. Was ist das hier? Ein Shoppingcenter. Kann ich das nicht wegreißen und dafür da noch ein paar Lager hinbauen? Geht doch woanders einkaufen. Überlagerung mit einem Sportplatz. Den kann ich doch umsetzen. Dann kriegt ihr da vorne euren Fußballplatz hin. Parks. Sport. Und das hier ist ein Tennisplatz, ne? Tennisplatz. Öffentlicher Tennisplatz. Und hier, kriegst ihr deinen schönen Tennisplatz hin. Jetzt wird er jeden Tag. Sagen könnte. Schön. So, und jetzt möchte ich. Wenn ich Bedarf an Stöhnen habe, werde ich auch mal mit dem Tennisspielen anfangen. Vor allem Bedarf an Sonnenbrand. Ach, den decken wir doch neuerdings schon durchs Kanufahren, durch exzessives. Kam Kanufahren. Aber einer an, ey, der hatte sich das Gesicht verbrannt. Ich sag, was hast du denn gemacht, ne? Was, auf Arbeit oder was? Nee, als ich noch im Supermarkt am Arbeiten war. Ah, okay. Und ja, ich war heute den ganzen Tag auf dem Tennisplatz. Stehst du da, spielst mit dem Gesicht zur Sonne und dann kommt so ein Handball raus. Und das war schon, da sein Gesicht war auf dem Rot, war weiß von der ganzen Creme, die er sich draufgeschmiert hatte. Und das sah aus. Ah, so, da hätte er sich die Creme vermutlich mal früher draufschmieren sollen, wa? Ja, das war keine Sonnencreme, die er drauf hatte, das war was anderes. Jetzt ist es schon fast weg. Er hat sich bestimmt Nivea draufgeschmiert. Das ist so eine typische Kerle-Antwort auf einen Sonnenbrand. Dass man schön Fett drauf schmieren. Nee. Bringt leider nicht sonderlich viel, weil die Haut hauptsächlich Feuchtigkeit braucht. Sind noch nicht viele Sims noch außerhalb unterwegs. Kann es sein, dass ich mir hier mal ein paar Busse hinholen muss für Bildung? Haben wir eine Bildungsstadt? Für Blick. Petersteg. Da, 9000. Gehen wir nochmal rein. Das kann ja nicht sein, oder? Dass keine Busse kommen, die mir die Grundschüler abholen. Nee, das kann nicht sein. Da würde ich aber mal hier auf den Tisch kloppen. Gehe ich jetzt mal hier zu der Schulleiterin und werde mich mal beschweren. Mhm. Also. So geht das nicht. Und wenn die Schüler dann immer noch nicht wollen, dann musst du das machen wie in Fuck You Goethe, mit einer Paintball-Kanone auf die Schüler schießen, ne? Ich erwarte für meine Schüler ja auch, für meine Kinder. Eine vernünftige Bildung und deswegen... Alle beide Kinder! Das hört sich an, als wärst du Samenspender. Anreise aus Gipfelpick. So. Wie viele Kinder haben sie denn schon gezeugt? 98? Geh mal hier hin. Bildung. Bildung. Da. Ach, diese Woche jetzt hier, die sieht so schön aus. Ist dir bewusst, dass wir an Maria Himmelfahrt zum, Star Citizen Event fahren? Ja, fahren wir. Das ist mir sehr bewusst. Eigentlich passt das ja sogar so ein bisschen zueinander, ne? Maria Himmelfahrt und dann Star Citizen. Und Maria Himmelfahrt kommt auch Risen 3 raus. Das haben sie extra vorgezogen für die Österreicher und Schweizer, weil die da auch Feiertag haben. Und dann können die an ihrem Feiertag Risen 3 spielen. Wahnsinn. Das haben die echt gut gemacht. Guck mal hier. Das hab ich ja gar nicht. Gab es nicht auch irgendwo Strahlung mal, als wir hier mal zur 50. Folge gewütet haben? Da. Da hast du mal einen Asteroid eingeschlagen. Aber als wir hier gespielt haben, da gab es schon Brücken, siehst du? Ja. Schon Brücken gebaut. So, könntest du dich mal um die Busse kümmern? Ja, das Problem ist, ich kann ja jetzt nicht direkt Schulbusse anweisen, darüber zu fahren. Weil die das, hier siehst du, automatisch irgendwie machen. Kannst du denn an den Schulen, an denen du bist? Guck mal hier sehen, ich habe hier 1580 Schüler in dieser Stadt, fast 5000 Schreibtische und nochmal fast 3000 zusätzliche Schreibtische und dann können die halt von überall herkommen. Und von der Stadt wird hier angezeigt 1797. Ich spring mal wieder rüber. Sehr mysteriös. In der Tat.